Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Starbase. Jetzt sind einige Tage vergangen, seit ich mit dem Kollegen Fleischhammer gezockt habe. In der letzten Folge, die ihr gesehen habt, haben wir ja für den Herrn Fleischhammer hier oben auf das Raumschiff einen Sitz gebaut und hier den Tropfler hier oben auf diesen... Ich bin mir unsicher genau, wie die Dinger heißen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie man die sieht, aber ich glaube, es nennt sich Hardpoint. Also diese, ich nenne es mal diese Steckdose hier oben drauf. Dort kann man verschiedene Sachen montieren. Man kann zum Beispiel den Fropfler drauf montieren. Das sind übrigens hier die Schubdüsen, die in die verschiedenen Richtungen gehen. Man kann aber zum Beispiel auch ein Triebwerk drauf bauen. Also wir sehen ja, wir haben hier so ein Triebwerk, beziehungsweise wir haben zwei Triebwerke. Und hier oben wäre noch ein Punkt, bei dem wir noch ein Triebwerk montieren könnten. Dann haben wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit, weil hier das, wie heißt das, Laborer-Schiff, das ist das Startschiff, das ist nicht sonderlich schnell. Und derzeit ist es so, dass wir hier die 12, die 24, in der Mitte sind nochmal 8. 32 sind das, ne? Nach Adam Riese und Eva Zwerch. Kisten drauf haben und dadurch sind wir so gerade noch schnell genug. Ganz oft kommt, bau dir bloß keine Werkbank aufs Raumschiff, du wirst langsamer. Das ist nicht ganz richtig. Also es geht insgesamt nach der Masse von dem Schiff und die Thruster, wie schnell die das antreiben können. Wie viel bewegt, kann ich nicht sagen. Aber was wichtig ist, damit euer Schiff auf jeden Fall gut fliegt, das ist was Wichtiges, wenn ihr U drückt, dann kommt ihr in dieses Übersichtstool, wo ihr euch einmal den Blueprint angucken könnt, welche Materialien drin stecken und so weiter. Und hier vorne beim Blueprint haben wir zum Beispiel auch die Stabilitätsanzeige. Also wie stabil ist dieses ganze gesamte Raumschiff? Alles grün, alles gut. Und hier dieser Ship Warp Class, das sollte über 1 liegen. Das sollte immer über 1 sein. Mehr hilft nicht viel mehr, sondern es sollte auf jeden Fall über 1 sein. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Werkbank nicht richtig montiert, also ihr habt zu wenig Bolzen drin oder ihr habt sie an der falschen Stelle, dann verändert sich hier diese Ship Warp Class und dann wird das Schiff langsamer, weil es versucht, praktisch das Schiff stabil zu halten, ohne dass es auseinanderbricht. So könnte man sich vorstellen. Also das muss immer hier, das muss, sollte immer stabil sein. Und bei mir war es zum Beispiel die Werkbank, die hatte ich hier unten montiert und da festgenietet. Die war zwar fest, aber das hat trotzdem dazu geführt, dass diese Klasse hier nach unten gegangen ist. Also wenn ihr euch unsicher seid, guckt da drauf. Wir haben hier noch eine andere Ansicht. Das zeigt praktisch die Stabilität des Gestänges. Hier seht ihr, wo die ganze Last drauf geht. Umso heller, umso mehr Kraft wirkt auf das Raumschiff. Also hier, wo es überall so schön lila ist, ist halt die größte Last drauf. Beziehungsweise hier unten ist die größte Last drauf. Liegt auch ein bisschen daran, dass hier die Triebwerke einfach montiert sind. Ne? Könnte man noch verstärken. Also man könnte hier zum Beispiel noch Platten reinsetzen, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Aber im Moment geht das noch. Mein Ziel ist es jetzt, ich würde gerne noch 2 weitere Triebwerke montieren auf dem Schiff. Und die montieren wir hier auf diesen, ja, auf diesen Verbindungsstücken, weil das sind Stücke, die schon mit Strom und Leitung verbunden sind, also um Treibstoff in die Triebwerke zu bekommen, wie auch ja, den Strom als solches. Man sieht das auch hier, glaube ich, irgendwie, wenn man hier so zwischendurch geht, dann sieht man hier so ein bisschen die Verbinder. Also das ist praktisch in diesem Starterschiff schon vorgesehen, dass ihr das schon ein bisschen erweitern könnt. Das wäre so ein Ziel. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, hier noch mehr Kisten drauf zu packen. Mehr Container und wir können ein bisschen mehr farmen. So. Um diese Container herzustellen, brauchen wir Materialien. Das gehen wir auf jeden Fall an. Und zwar, wenn ihr H drückt, seht ihr hier die Module. Das ist auch so ein Thema. In der letzten Folge, als wir mit Jackie den Sitz da drauf gebaut haben, habe ich das in diesem... wo ist es? Orientierungverloren.de. In diesem Easy Build Mode eingebaut und das ist nicht gut. Wo ist er? Wir schweben direkt drüber, genau. Da drüben ist der Easy Build Mode, ne, meine ich, oder? Ne, hier unten ist Easy Build Mode, da, das pinke. Und die Patches, die mittlerweile kamen, die verhindern jetzt, dass ihr irgendwas anderes auf das Schiff bauen könnt, also zum Beispiel eine Werkbank oder einen Sitz oder solche Dinge. Ihr müsst praktisch in diesem Easy-Build-Mode nur die Module verwenden. Und das sind die Module, die hier in dieser Kategorie hier oben aufgezählt sind. Dann könnt ihr Module setzen. Dann könntet ihr zum Beispiel auch Thruster dran setzen, die halt schon fertig sind. Die sehen wir jetzt noch nicht. Warum sehen wir die nicht? Weil wir das noch nicht erforscht haben. Mit K, Kaufmann, kommt ihr in diesen Erforschungsbaum. Ich habe ja beim letzten Mal hatte ich hier diese Fuel Rods hatte ich erfunden oder erforscht. Und somit kann ich praktisch den wieder auftanken. Komme ich auch gleich nochmal zu wegen dem Tanken. Und hier könnten wir zum Beispiel die Thruster, also die Antriebe, erforschen.
Um das erforschen zu können, diese einzelnen Kategorien, brauchen wir hier gewisse Forschungsmaterialien. Da seht ihr unten rechts, wenn ihr auf diesen einzelnen Bauteilen drüber haltet, seht ihr, was notwendig ist an Forschungsmaterialien. Unten rechts seht ihr 500 von diesen roten Kisten, 100 von dem Strom und 300 von diesen Zahnrädern. Ich glaube, das eine ist irgendwie Technik, das andere ist Strom und was weiß ich. Ich nenne es einfach mal rot, gelb, blau und lila. Und diese Forschungspunkte bekommt ihr immer dann, wenn ihr Sachen herstellt im Spiel. Also nur, wenn ihr Sachen produziert, könnt ihr diese Forschungspunkte bekommen. Was ich empfehlen kann, ist definitiv am Anfang, da kriegt ihr nämlich relativ viel, diese erste Werkbank zu erforschen. Das ist ja eins der ersten, was ihr im Tutorial lernt, was ihr herstellen könnt. Da kriegt ihr sehr, sehr viel Forschungspunkte. Da seht ihr unten 383 rot, 576 gelb und 961 von diesen lila Zahnrädern. Das bringt relativ viel. Und ja, was Struktur, Elektrik und Mechanik? Kann sein, ja. Chat sagt gerade, könnte das sein. Auf jeden Fall müsst ihr Sachen herstellen. Deswegen kann ich auch empfehlen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Schiff bauen wollt, wenn ihr ein Schiff kaufen wollt, stellt die Sachen dafür her. Also verwendet nicht die Erze, die ihr abbaut und das Geld, sondern baut Bauteile für das Schiff und dann das Geld und dann dadurch könnt ihr euch das Schiff kaufen. Weil nur so kriegt ihr die Forschungspunkte und kommt auch im Spiel weiter. Also was wir jetzt mal machen können, ist zum Beispiel hier unter K, unter der Forschung, die Antriebe hier, die Raketen zu erforschen. Machen wir jetzt. Jetzt haben wir ein paar von den Punkten aufgebraucht und sind in dieser Kategorie und sollten jetzt unter H hier oben bei Modulen die Thruster machen können. Also wir haben jetzt hier die fertigen Thruster. Einmal den T1 Box und der ist glaube ich nur gedreht, oder? X, der ist glaube ich nur hochkant, wenn mich das nicht täuscht. Da verstehe ich nicht, warum die immer mehrere von diesen Dingern haben. Oder ihr baut direkt Teile, die schon einen Rahmen dazu bei haben und auch diese Aufnahmepunkte. Also ihr seht ja hier oben zum Beispiel, seht ihr diese Triebwerke, die schon diesen ja, ich glaube Hardpoint heißt es. Ich meine, es heißt Hardpoint, wenn es mich nicht groß täuscht. Ne? Und diese Module, die könnt ihr an das Starterschiff klatschen. Aber auch nur an das Starterschiff. Also ihr könnt euch jetzt nicht irgendwie ein Schiff aus dem Verkaufsraum kaufen. Wo war der nochmal? Ich glaube da oben. Hier oben in diesen Hallen, oberhalb dieser... Und da könnt ihr fertige Schiffe kaufen gegen Credits und entsprechende Materialien. Ne? Das ist auch wichtig. Ihr könnt kein gekauftes Schiff in die Schnellbauhalle mitnehmen, sondern ihr solltet Module dran bauen an das Starterschiff. Das ist alles. Ansonsten in die Freibauhalle gehen. Das müsste, ich glaube, die hier sein. Und dann könnt ihr da entsprechend das Schiff im freien Modus bauen und dran bauen. Oder ihr stellt, wie ich jetzt vorhabe, die Triebwerke selbstständig daher. Ne? Also ihr könnt die einzelnen Bauteile produzieren, also die einzelnen Thruster, und dann hier drauf klatschen. Gibt halt jeweils einzelne Punkte. Ja. Aber kurz dazu, ich hatte ja gerade gesagt, wir haben diese Fuel Rods erforscht. Das sind ja hier die Ersatzsticks hier oben drin. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, hier das Fuel Chamber Fuel, das hier, das ist das, was durch die betankt wird, beziehungsweise die wandeln dann um das Ganze in Strom. Das ist so, dass wenn ihr den Generator anmacht, sich hier die Batterie auflädt. Ne? Das ist das eine. Das Propellant, das ist meines Erachtens der Treibstoff für die Steuerdüsen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das eine ist fürs eine, das andere ist fürs andere. Also einmal Triebwerke und Steuerdüsen ist getrennt, der Antrieb. Das könnt ihr an der Tankstelle auffüllen. Ich glaube, das habe ich nicht in der Aufnahme gezeigt, deswegen würde ich euch mal ganz kurz zeigen, wo die Tankstelle ist. Dazu steigen wir mal in das Schiff hier ein und ich richte mich hier so ein bisschen aus. Ganz gute Orientierung ist, wenn ihr diese großen Zahlen seht von eurer Grundbasis, dort oberhalb ist die Tankstelle, hier dieses Lilane. Wir können ja mal kurz mal hinfliegen. So, ihr seht jetzt hier vor der Tankstelle, hier steht auch Refill. Habt ihr einmal diese instanzierten Boxen, damit da niemand euch irgendwie an den Karren fährt. Da könnt ihr zum Beispiel reinfliegen und seid dann einigermaßen sicher hier drin oder beziehungsweise privat. Ihr müsst nur so ein bisschen ranfliegen, ihr müsst nicht bis an das Ding ranfliegen. Bremse, Bremse, Bremse! Direkt ins nächste reingeflogen.
Ja, die Bremse muss ich auch nochmal einstellen. Oder wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Gegenschub hier einbasteln, damit das nicht so, damit das ein bisschen stärker auch zurückfliegt, das Ganze. So, jetzt sind wir hier vor einer dieser Tankboxen. Dann steigt ihr einfach aus, fropft euch hier oben an, also macht diese Versorgungsleine dran, womit auch die Erze aufgesammelt werden. Und dann könnt ihr hier vorne an den Pfropfen rangehen. Und warum will er das jetzt nicht? Warum pfropft er nicht? Da raus, da ran und nochmal hier dran. Mal gucken, ob es jetzt geht. Jetzt. Jetzt ist euer Schiff praktisch verbunden. Ihr habt sozusagen den Tankschnussel drin. Und dann könnt ihr hier unten auf Buy All drücken. Dann kriegt ihr praktisch Strom und... Mich verarschen? So. Dann könnt ihr Strom und Propellant auffüllen. Ich habe jetzt nicht wirklich die Notwendigkeit zu tanken. Ich wollte euch einfach nur das zeigen, weil das immer so Fragen sind, die, glaube ich, bei jedem am Anfang aufkommen. Wie kriege ich denn überhaupt das Propellant da wieder rein? Dann drückt ihr hier auf Buy All. So, ich meine, das ist 0, irgendwas. Da passiert jetzt nicht viel, weil das Schiff eigentlich so gut wie voll ist. Das ist einfach nur ein Beispiel. So. So geht das Tanken. So, jetzt können wir uns überlegen. Entweder wir setzen hier in die Ecken praktisch noch Module. Ja, können wir einmal machen. Wir können die Module herstellen. Oder wir setzen auf diese Hardpoints hier oben entsprechend noch Triebwerke drauf. Also jeweils unten und oben noch eins. Dann hätten wir noch zwei dazu. Also hier in die Ecken könnte man zum Beispiel welche machen. Weil hier müssen wir eigentlich nicht großartig ran. An die Seiten. Also wir müssen eigentlich nur hier an diese Ersatzbehälter. Das wäre ganz gut. Also wir haben jetzt entweder die Möglichkeiten, dass wir das Modul herstellen. Also hier bei Thruster können wir uns jetzt überlegen. Keine Ahnung, was können wir da bauen? Den zum Beispiel. Davon zwei Stück. Und setzen die einfach links und rechts daneben. An den oberen Punkt. Oder an den unteren Punkt. Kann man sich ja aussuchen. Oder wir bauen die Thruster selber. Wir hätten halt den Vorteil, dass wir hier wieder von diesen Hardpoints kriegen. Wenn wir jetzt hier mal drüber hafern, kriegen wir 56 Rot, 25 Gelb und 153 von diesen mechanischen Teilen. Und das ist das, was wir hier bekommen. Oder wir stellen das selber her. Wo sind denn die Triebwerke hier drin? Gute Frage. Ich bin ja einfach mal hier oben nach Thruster suchen. Module und hier haben wir nochmal Thruster. Die können wir auch herstellen, sofern wir natürlich in der Werkbank sind. Ich bin jetzt nicht in der Nähe. Die bestehen immer aus dieser Hülle. So, da sehen wir es. Aus dieser Thruster-Bank. Da hätten wir 55, was hier unten? 72. Sind wir bei 120, 100. Irgendwas über 120. Dann haben wir noch hier diesen Nozzle. Das ist praktisch hinten das, wo es rausrotzt. Und dann haben wir noch zwei Module, die wir bauen können. Das ist einmal hier dieser Konverter. Und was war das noch? Noch irgendein Modul, oder? Den hier noch, meine ich. Den kann man noch herstellen. Diese geben aber gar nicht irgendwelche Bauteile. Also der Nozzle bringt 26. Plus 55 sind 75, 81. 81 plus 72 sind 83, 153. Jetzt müsste eigentlich so viel sein wie hier das Modul, oder? 153, ja, seht ihr auch. Also im Endeffekt, ob ihr jetzt die Einzelteile herstellt und dann das Triebwerk oder ob ihr ein Modul nehmt, wo schon hier die Platten dran sind und das Triebwerk dran setzt, ist im Endeffekt Schnuppe. Das interessiert das Spiel nicht wirklich. Also ihr könnt auch mit Modulen arbeiten oder hier so ein Triebwerk herstellen. Ihr kriegt eigentlich genau die gleiche Anzahl an Forschungspunkten hinzu, ob ihr es einzeln herstellt oder nicht. Der einfachste Weg wäre jetzt wirklich, dass wir in die Schnellbauhalle gehen und hier zwei Module herstellen, die wir vielleicht hier oben dran machen. Oder hier unten, das ist eigentlich Schnuppe. Oder vielleicht auch hier, je nachdem, was wir an Material haben. Wir können ja mal gucken, was wir herstellen können. Wir können ja mal schauen, ob wir hier Module herstellen können. Zwei obere müsste eigentlich reichen. Wir können ja mal eins und dann brauchen wir schon wieder Bastium. Okay, pass auf, wir werden noch ein bisschen farmen. Ich glaube, unser Inventar ist so gut wie leer. Wir werden noch mal ein bisschen Bastium besorgen. Deswegen fliegen wir noch mal raus, besorgen noch Bastium, weil wenn wir allein vier Triebwerke hier dran setzen wollen, dann
brauchen wir auf jeden Fall noch wesentlich mehr Material. Wichtig ist auch, wir hatten ja am Anfang, das hatte ich in einer der ersten Folgen erklärt, hatten wir hier diesen Generator-Button so eingestellt, dass er nur, ich glaube bei mir waren es 23% an Energie abgibt. Wenn ihr mehr Triebwerke reinbaut, dann braucht ihr natürlich auch mehr Schub auf dem Generator, ne? Weil ja mehr verbraucht wird. Das sollte man bedenken, dass man das noch umstellt. So, ich fliege jetzt mal in den Weltraum, werde noch mal ein bisschen farmen gehen. Ich glaube, das habt ihr zu Genüge schon in diesem Let's Play gesehen, wie wir hier Erze farmen. Und wenn wir da ein bisschen gefarmt haben, sehen wir uns wieder. Und dann bauen wir die Triebwerke dran. Gucken mal, ob wir das Ding ein bisschen beschleunigen können, dass wir hier ein bisschen zügiger unterwegs sind. Also, bis gleich. Da sind wir wieder im Anflug auf Station 29. Wir haben ein bisschen Erz dabei. Das werden wir jetzt mal hier in das Inventar übertragen. Wir müssten alles dabei haben, so muss es passen. Und wir fliegen jetzt hier direkt mal in den Easy Build, in die Easy Build Halle. Und sollten alles dabei haben, um die zusätzlichen Triebwerke dran zu basteln. Ich hatte auch Glück, ich habe zwei Erze gefunden mit diesem, oh Gott, wie heißt es? Warte mal. Hier ist Grün. Wo ist Grün? Hier. Mit Nugit habe ich zwei Asteroiden gefunden, oder drei waren es ungefähr. Den brauchen wir ja für den Antrieb. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Schiff nicht wieder rumbackt, wie beim letzten Mal. Sonst müsste ich nämlich wieder von vorne anfangen. Das wäre ein bisschen schlecht. Klar kann ich mir jetzt auch die Arbeit machen und die Teile einzeln herstellen, aber wir haben ja nachgerechnet, ob wir jetzt Module herstellen oder die Module oder die Einzelteile ist egal. Wir brauchen ja nur die Sachen, dass wir die Punkte für das Craften bekommen. Das wäre wichtig. So, ich hätte auch das Schiff despawnen können, I know. Bremse. Und aus. Okay. Da sind wir. Das Snüffelstück können wir hier mal deaktivieren. So, dann gehen wir mal in den Easy Build Mode und hoffen. Bitte snappe ein Schiff. Also nicht mehr abspeichern, haben wir gesagt. Das sind die möglichen Ursachen, wenn man sein Schiff hier umbenennt und speichert, dass es nicht mehr snappt. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, selbst von den Entwicklern ist da noch nicht wirklich raus, warum es manchmal nicht funktioniert. Und ich habe vor, 4 Module dran zu hängen. Also hier, dort, dort und dort. Also hier in die Ecken jeweils rein. Das müsste funktionieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir können ja erstmal eins herstellen. Und zwar, wir machen erstmal die oberen. Machen wir erstmal hier eins. So, ich bin nicht nah genug an der Werkbank. Gut, ob ich jetzt zu der hier runterfliege oder zu meiner hoch, ist eigentlich Schnuppe. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob eine Werkbank, die auf dem Schiff montiert ist. So. Wie lange brauchen die zum Herstellen? Oh, die brauchen schon einen Moment, alles klar. Warten wir mal. Ich mache jetzt erstmal ein Modul, nicht, dass ich hier so viel herstelle und das dann irgendwie kollidiert. Dann können wir auch noch, wenn wir die 4 Triebwerke dran haben, können wir auch noch mehr Kisten dran setzen. Gut, ob ich die Werkbank oder da oben nehme, ist wahrscheinlich völlig Schnurz, oder? Wir können ja mal gucken, ob die obere für mich auch gilt. Ja, würde auch gehen. Also selbst wenn das Schiff im Easy-Build-Mode ist, wird die auch noch reagieren. Traue mich, Schiff gar nicht umzubenennen, wobei das Umbenennen auch überhaupt nicht funktioniert hat beim letzten Mal, ne? Ich kriege gerade einen Hinweis, ich soll noch einen Tank dran bauen. Was meinst du, hier unten so ein Tank? Oder wie? Oder welchen Tank? Ne, das ist ja kein Tank, oder? Das ist hier oben. Oder? Kann die Bauteile eh noch nicht wirklich auseinanderhalten. Ich gehe mal davon aus, dass hier das Propellant drin ist in den Dingern. Gehe ich mal fest davon aus. Tank reicht locker für 6. Okay, dann wollte das lang. Es ist ja erstmal das Starterraumschiff. Ich will ja einfach in Ruhe farmen können, ohne ständig hin und her fliegen zu müssen.
Und von daher passt das. Vielleicht machen wir das Ding dann hier oben zu, dass das so ein bisschen geschützt ist, die Container. Farbe wäre ganz schön, ne? Das Ding ein bisschen einfärben wäre eine schöne Nummer. So, wie weit ist denn hier? Das sieht gut aus. Wo ist das Modul? Da ist es. Packen wir in unser Inventar. Machen wir auf die 5 und dann gucken wir mal. Bitte lass es einsnappen, lieber Snapgott. Das sieht gut aus, es snappt. Dann müssen wir uns jetzt nur noch ausrichten. So, ja. Und dann drehen wir es um. Nee, die Y-Achse müsste doch eigentlich gehen jetzt. Oder? So, ja, so ist gut. Ja, da hätte ich es gern dran. Oder machen wir es unten dran? Nee. Wir machen es hier so dran. Es snappt ein. Oh, ich bin so glücklich, dass es snappt, ey. Beim letzten Mal, weißt du, du baust so ein Schiff aus und dann hast du halt durch einen Bug, muss sagen, es sind einfach Bugs, die jetzt noch drin sind, was jetzt nicht schlimm ist, finde ich. Wie war das? F war das Abwählen, ne? Ja. Dann verbaust du dir das so ein bisschen so. Dann können wir 3 Stück herstellen. Oder gibt es noch andere? Das Bauteil ist doch einfach wieder nur gedreht, würde ich sagen, oder? L-Shape 1 T1 Box plus Hardpoint. Moment. Hardpoint Z. Ist einfach nur gedreht, würde ich sagen, oder? Okay, wir machen noch so einen, weil wir haben mir eh oben dran gesetzt. Achso, wir sollten natürlich in der Nähe der Werkbank stehen. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und rein theoretisch noch 2 für unten. Ich glaube, das ist wie bei diesen, wo war das? Bei den Cargos. Da war es ja auch so, dass die gedreht waren. Wieso sehe ich die nicht? War das nicht Cargo? Wieso sehe ich die anderen Module nicht? Hey? Habe ich, warte mal, ich glaube, ich habe oben Filter drin, ne? Ja. Wenn man Thruster einträgt, kann man es natürlich machen. Die sind ja auch hier gedreht, ne? Irgendwie, ich finde, die Module machen eigentlich gar keinen Sinn. Ne? Also das hier, das und das sind ja eigentlich alles die gleichen, nur dass sie halt anders ausgerichtet sind. Und da du sie mit E, mit X, Y und Z drehen kannst, wie du möchtest, ist das ja mal völlig Latte. Wobei, was ist denn eigentlich der Unterschied hier? Block of 4 Org Rates, Edge, Z. Edge. Ist das Ding vielleicht noch, ist das so einer mit, wo die an den Ecken sitzen? Ah, ich glaube, die sitzen mittig und die sitzen an der Kante, ne? Also die habe ich ja hier gebaut. Das sind ja die praktisch die unteren. Da können wir auch mal gucken, ob wir da noch welche hier oben draufsetzen. Und das hier hätte ich gerne so ein bisschen zu hier vorne. Also es gibt anscheinend zentral ausgerichtete Kistenblöcke und es gibt welche, die mittig sitzen. Wobei bei der Ecke sitzt das Ding ja auch in der Ecke, ne? Oder ist das die Mitte? Das ist wahrscheinlich die Mitte. Ist ja ungefähr die Wandbreite. So. Und wie ich vorhin erklärt habe, durch das Craften von diesen Dingern kriegen wir halt diese Erforschungspunkte. Diese hier in dem Fall 56 rot, 25 gelb und lila 153. Und dann sollten wir hier noch weiter erforschen können. Was ist das nächste? Ich glaube, der Generator ist für ein eigenes Schiff noch wichtig, wenn ich mich nicht täusche. Und die Cockpite. Ne? Cockpite sollten wir auch machen. Das könnte allerdings ein bisschen knapp werden. Was haben wir denn hier oben eigentlich noch? Da haben wir noch die Propellant Tanks. Weil die sollten locker reichen. Und vielleicht sollte man dem Cockpit mal eine Scheibe geben. Die haben wir auch noch nicht erforscht, oder? Doch, die Windows haben wir schon erforscht. Das war ja das erste, was wir im Tutorial. Ne? Ja. Was ist das hier? Ein Radiator. Radiator war zur Kühlung, oder? Ich glaube, das war Kühlung, wenn es mich nicht täuscht. Ach, das sind die Dinger, die ich als Landefahrwerk gedachte. Ich dachte immer, das wäre hier das Landefahrwerk, aber das sind praktisch die Kühlrippen. Alles klar. Jetzt verstehe ich das. Die dachte ich doch, das weiß ich noch am ersten Tag, wo ich das Spiel gespielt habe, dachte ich, bin drauf gelandet und deswegen sind sie so verbogen. Ich dachte, ich hätte mein Fahrwerk geschrottet. Alles klar. Und eigentlich müsste man noch was für den Gegenschub machen. Die Bremse, die hackt nicht wirklich gut rein. Also wenn ich zurückfliegen will, funktioniert das irgendwie noch nicht. Oder ich habe was falsch eingestellt. Aber, naja. So, wie sieht's denn aus an der Crafting-Front? Ach, guck mal hier. Der hat die sogar einsortiert. Der hat die Ausrichtung gar nicht beachtet. Der kleine Kacker. So. Dann
So. Alles klar. Und du schnappst hier ein. Und unten können wir auch noch, oder? Wir kommen ja noch rein an unsere Dinger da. Ja, müsste gehen. So. Drehen übrigens Y, X und Z oder X, Y, Z, wie ihr wollt und dann Mausrad drehen. Dann dreht ihr jeweils in die Richtung. Und einmal noch so. Nee, Z noch, ne? Ja. Und Flutsch. So, einen brauchen wir noch. Haben wir noch nicht, ne? Ist noch nicht fertig, oder? Doch, jetzt ist er fertig. Wie Sie sehen Sie nichts. Ja, nice. Der Schub müsste doch ausreichen, um noch ein paar Container mehr Bedeutung zu verleihen. Ja, cool. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Schön. Cool. Wie schnell fliegt das jetzt? Wollen wir mal einen Probe? Kommen wir mal einen Probeflug. Den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wie das. Achso, wir müssen erstmal aus dem Easy-Build-Mode raus. Und Flutschstarter. Jetzt hat er gespeichert. Und jetzt schauen wir mal, was das Ding hier sagt. Oh, ja. Oh, der geht aber. Oh, okay. Alles klar. Okay. Jo. Das geht auf jeden Fall ein gutes Stück zügiger. Das sollte auch erstmal reichen, um hier die ein oder andere Erztour zu machen. Ach, ich habe wieder den Generator aus. Jedes Mal mache ich den Generator aus. Ach so, stimmt, wir müssen hier auch noch mehr Gas drauf geben, ne? Was hat jemand von denen geschrieben? 35. Eigentlich haben wir... Wir müssen... Das hatte ich fast vergessen. Wir haben jetzt die Triebwerke drauf. Wie viel brauchen wir denn pro? 35 sind's. Okay. Wir sind auf Data. Und nochmal U. Muss man eigentlich immer nochmal raus, mal rein, um das hier einzustellen. Aber müssen wir auch den Generator einstellen hier oben oder nur den Button on? Wir müssen, glaube ich, auch den Generator einstellen, oder? 50? Jetzt kommen aus dem Chat kommen verschiedene. Den Button, ne? Safe, okay. Bei den 6 Dingern ist 38 safe. Komm, wir machen 40. Ist eine schöne glatte Zahl. Ich meine, wenn wir überlegen, dass man am Anfang mit 100 hier rumdonnert, dann ist das schon eine Nummer, ne? Was ist mit dem Generator? Muss ich das hier auch noch umstellen? Warum habe ich. Was waren hier die 23? Was ist das für ein Wert da oben? Also das ist das, was der Button drückt, was er ausdrückt. Und da oben? Ah, der ändert sich automatisch. Ach, das ist immer die Anzeige. Gut, dann können wir den auch auf 40 setzen. Das ist ja völlig wurscht, wenn sich das sowieso ändert. Okay, dann schauen wir mal. Aufgeladen. Und man müsste ja sehen... Ah, die Batterien gehen aber leer beim Schub. Also scheint nicht zu reichen. Ah, wahrscheinlich, weil wir... Okay, pass auf, wir halten mal an. Wahrscheinlich, weil er einmal aus war. Wir laden jetzt mal voll auf und gucken, ob es runtergeht. Wir sind auf 40, nice. Aber wir laden einmal voll, dann geben wir voll Stoff und gucken, ob das praktisch auf 0 abfällt, der Wert. Und dann sind wir safe. Und dann sind wir am Ende einer Folge. How to build Triebwerke. Was er nervös ist, ne? So, gleich sind wir aufgeladen. Und dann geben wir Warp 1. So. Schub ist drin. Und Throttle. Ja, könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber so ist es auf jeden Fall schon mal besser. Ich denke, wir machen mal eine 50, dann müsste der eigentlich safe sein, was hier den Verbrauch angeht. Ja, ich denke, das langt. Es geht immer noch runter, aber das langt auf jeden Fall, um jetzt zu reisen. Also super, wir haben auf jeden Fall mehr Geschwindigkeit, wir haben mehr Triebwerke. Und epische Musik startet hier. Das ist doch schon mal nice. Achso, wir machen hier mal aus. Stimmt das einen aus? Der hat es ja noch nicht verändert. Wir müssen ja erst ausmachen.
Richtig, gut, dann werden wir in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen das Schiffchen umbauen, ein bisschen mehr Tanks noch dran bauen, damit wir noch ein bisschen mehr farmen können. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.